Moin und herzlich willkommen hier in Hamburg-Lurup, direkt am Volkspark. Zeige ich euch einmal ein laufendes Projekt von uns. 230 Quadratmeter Wohnfläche, Rhein-Mittelhaus. Riesiges Objekt, wird richtig schön. Kommt mit rein, ich zeige euch mal, was wir schon geschafft haben. Wir haben hier vorne schon einen riesigen Wohn-Ess-Bereich geschaffen. Wir haben hier Wände abgerissen, wir haben eine Grundrissveränderung gemacht und entsprechend der statischen Vorgaben haben wir einen richtig dicken Stahlträger hier einziehen müssen, auch eine Stütze aufstellen müssen, damit der abgefangen wird. Wir haben hier 50 Quadratmeter großen Wohn-Ess-Bereich, sehr tolle Größe. Wir haben eine schöne Terrasse nach hinten raus, direkt in den Volkspark, könnt ihr gucken. Die Terrasse ist neu angelegt. Wir werden die Fensterfront noch komplett austauschen. Auch unten werden die Steine entfernt, sodass wir wirklich 6 bodentiefe Elemente hier haben werden. Die Heizkörper werden links und rechts an die Wand kommen. Wir werden schöne flache Vertikalheizkörper haben. Wird richtig schön. Wir haben hier im Erdgeschoss zusätzlich ein Arbeitszimmer geschaffen. Das ist direkt, wenn man reinkommt. Hier vorne haben wir hier ein Arbeitszimmer oder ein Gästezimmer, wie man möchte. Wir haben ein wertiges Gästebad konzipiert mit einer Dusche mit Unterputzarmaturen und einer schönen Regendusche obendrauf. Wir werden hier unsere üblichen Keramiken von Villeroy & Boch installieren. Helle, moderne Fliesen. Okay, gehen wir hoch ins erste OG. Das Treppenhaus ist sehr großzügig. Auch hier werden wir überall mit Vinyl arbeiten. Wir haben hier im ersten OG einen großen Flur, 3 Zimmer, ein Badezimmer. So, machen wir erstmal hier die Tür zu. So. Erste Zimmer, schönes Kinderzimmer. Spachtelarbeiten sind schon fertig, Elektrik ist schon gemacht. Mehr gibt es fast gar nicht zu sagen. Kommen wir raus, gehen wir rüber ins zweite Kinderzimmer. Auch hier Spachtelarbeiten sind vorbereitet. Wir kommen von hier raus auf den Balkon, der einmal komplett über die gesamte Breite der Immobilie geht. Hier werden wir noch das Geländer entsprechend schleifen, lackieren und natürlich eine neue Verkleidung montieren. Fensterelemente kommen hier komplett neu mit Außenrollläden. Wird richtig nice. Gehen wir einmal rüber ins Badezimmer. Ich stelle mich mal mitten in die Badewanne rein quasi. Hier wird morgen die Badewanne gestellt. Sanitärarbeiten sind schon abgeschlossen. Hier kommt die Villeroy & Boch Toilette ran. Dort kommt das Waschbecken ran. Und dort, wenn ihr hier reinkommt in den Raum und einmal rumschwenkt, seht ihr schon unsere coole Walk-in-Dusche mit Unterputzarmatur, Wellness-Dusche, Regendusche mit Shampoo-Fach. Mehr geht nicht. So, und jetzt noch rüber ins dritte Zimmer. Richtig schön groß, richtig schön hoch. Hohe Velux-Fenster, die hier eingebaut sind. Wir haben hier drunter, hier hinter noch entsprechend gedämmt, haben wir noch aufgedoppelt, dass wir hier energetisch entsprechend der Fachplanung noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Ja, tolles Zimmer. Und übermorgen wird dann auch der hier schon dort an der Wand sein. Genau, richtig, jetzt vorm Frost. So, ich habe ja gesagt, es ist relativ groß. Dann gehen wir mal ins zweite OG hoch. Auch hier finden wir nochmal ein schönes großes Zimmer. Hier haben wir richtig schön große Fensterelemente, die wir noch komplett austauschen werden. Ihr seht hier diesen schwachen Bereich, den haben wir energetisch entsprechend auch aufgebessert. Haben wir mit dem Energieberater abgestimmt, welches Material wir nehmen, welche Stärke das sein soll. Ja. Und so ein Zimmer haben wir hier um die Ecke auch nochmal. Auch hier seht ihr, dass wir hier die Schwachpunkte schon ausgebessert haben. Fensterelement kommt neu. Ja. Traumhaft. Hier konnte man sogar einen Kamin anschließen, wenn man möchte.
Hier war mal einer, den haben wir weggenommen. Anschluss bleibt aber. Wer möchte, macht hier einen Kamin rein. Hier haben wir noch einen etwas offeneren Flur. Wer möchte, kann hier vielleicht einen Arbeitsbereich hinmachen oder einen Spielbereich für die Märklin-Eisenbahn, wie auch immer. Ihr seht, wir haben hier entsprechend schon die Trockenbauarbeiten gemacht. Auch hier haben wir nochmal die Sparren ausgedoppelt und entsprechend noch gedämmt, sodass wir auch hier oben jetzt viel, viel besser energetische Werte haben und das Ganze auf den heutigen Stand der Technik aufbringen. Im zweiten Obergeschoss haben wir das dritte Badezimmer in dieser riesigen Immobilie. Kommt mit rein. Auch hier haben wir eine Unterputzarmatur eingebaut. Wir haben ein Shampoofach, hier kommt eine schöne Dusche, Waschtisch, WC, drei Badezimmer. Ich denke, das ist okay. Gut, und jetzt gehen wir nochmal hoch in den Spitzboden, weil wir sind immer noch nicht am Ende dieser riesigen Immobilie angekommen. Hier haben wir noch eine Holztreppe, die wir aufarbeiten. Wird angeschliffen, Geländer wird lackiert, Stufen werden geölt. Und hier kommen wir hoch in den ausgebauten Spitzboden. Auch hier den Spitzboden haben wir entsprechend die Dämmung aufgedoppelt oder die Dämmung verstärkt. Trockenbauarbeiten sind schon gemacht. Ihr seht hier, die LED-Spots sind schon vorbereitet. Also mega Geschichte, würde ich sagen. Und wir sind immer noch nicht am Ende. Man kann hier tatsächlich sogar noch über diese Stufen rausgehen auf einen Balkon. Hier oben mitten auf dem Dach. Wunderbar. Und guckt raus in den Volkspark. Hier der Terrassenbereich des Rheinmittelhauses in Hamburg-Lurup. Haben wir schon neu angelegt, 40 Quadratmeter Terrasse, schön mit Granitkante und einer hellen Pflasterung haben wir ausgewählt, die halt gut passen wird zur Fassade und zu den neuen anthrazitfarbenen Fensterleibungen, die wir bestellt haben und die jetzt noch vor Weihnachten hier eingebaut werden. Ihr seht jetzt die Rückfassade des Objektes mit der Terrasse, mit dem ersten Balkon und oben tatsächlich auch der Dachterrasse. Und so bekommt ihr einen Eindruck, wie groß es ist. Und jetzt schwenken wir mal und dann sage ich mal herzlich willkommen im Hamburger Volkspark. Mehr geht nicht, würde ich sagen. Wir stehen jetzt vor der Immobilie in Hamburg-Lurup, des Rhein-Mittelhauses. Ihr seht, dass wir den Vorgartenbereich schon aufarbeiten. Wir werden zwei Stellplätze haben. Wir werden einen linken, einen rechten Stellplatz haben. Wir werden hier mit Granulat arbeiten, mit hellem Split, mit beigefarbenem Sprit. Wir werden einen schönen Weg anlegen, auch mit beigefarbenen Platten. Wir haben das Dach schon neu beschichtet. Und noch seht ihr die alten Glasbausteine. Dort wird ein feststehendes Fensterelement installiert werden mit anthrazitfarbenen Rahmen. Wir werden eine aluminiumbeschichtete Tür bekommen, auch in Anthrazit. Und wir werden rechts das Fenster austauschen, sogar, ihr seht das Kabel, was rauskommt, entsprechend mit Außenrollläden. Wir denken, es wird eine richtig schöne Immobilie hier.